Solange die Sonne scheint, seid ihr hier willkommen. Na toll, wird gleich Nacht. Pa, wo könnte er nur sein? Er war noch nie so spät. Lunet scheint plötzlich eure Gegenwart zu bemerken. Ihr, verlasst ihr Galtreff demnächst in östlicher Richtung? Könntet ihr dann nach meinem Freund Leolin Ausschau halten? Er begab sich heute früh zur Straße, ist aber noch nicht zurückgekehrt. Er braucht sonst nie so lange, um Vorräte zu sammeln. Die Torien wurden vernichtet. Ich bete zum Orgviroth, dass wir nicht die Nächsten sein werden. Verzeiht, Duvodiat. Doch könnte ich euch kurz sprechen? Bitte nicht zu laut. Ich benötige eure Hilfe. Die tägliche Holzlieferung aus dem Holzfällerlager von Galtreff ist verspätet und ich sorge mich um das Wohlergehen des Wagenführers Freit, sollte er schließlich hier eintreffen. Ich habe gehört, dass ihn die Aufseher von Isengard wegen seiner Verspätung böse bestrafen wollen. Okay, dann schauen wir mal, was da passiert ist. Habe ich hier noch mehr Quests? Ich sehe gerade keine, nö. Ich muss aber jetzt erstmal hier oben hin. Hier, war das hier? Ich glaube, hier ist es. Da habe ich nämlich noch Buch 4, Kapitel 4, das untere Dorf. Okay. Naja, gut, ich bin eigentlich im oberen Dorf hier, aber egal. Bewohner von Galtreff von der Ochsensippe kommt der hier. Okay. Hey, Idwal. Dieses Land gehört der Ochsensippe. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Dieses Land gehört der Ochsensippe. Ihr werdet es nicht lebend verlassen. Ihr könnt noch vieles von der Ochsensippe lernen. Huch, jetzt soll ich gegen den kämpfen, okay? Warum auch nicht, ne? Na gut, machen wir mal einen Herzsucher und dann... Bup. Siehst du, was passiert? Wenn der Herzsucher fertig ist, siehst du jetzt. So. Ja, ist sehr viel passiert. Hat natürlich wenig Schaden gemacht, egal. Ich ergebe mich. Zornige Dunländer wurden eingeschüchtert, juhu. Der zornige Dunländer wurde eingeschüchtert, so rum. So ist richtig. War's das schon? Nee. Ach doch. Ich soll mit Katrin jetzt sprechen. Huch. Ah, unterbrochen. Mann. Jetzt bin ich auf dem Pferd, na also. Also wieder zurück zu Huch, zu Katrin. Dann machen wir das mal. Ja, wow. Jetzt habe ich schon wieder fast eine Dreiviertelstunde gespielt. Das kann doch nicht sein. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Unfassbar. So, wo ist denn jetzt hier irgendwo? Warte mal. Hier? Ach, hier. Guck mal. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen, Duvodiat. Aber da lag ich falsch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich euch wiedersehen würde, Duvodiat. Aber da lag ich wohl falsch. Ich habe die Schreie dieses armseligen Ochsen sogar hier vernommen. In Galtreff leben Angehörige der verschiedensten Sippen, doch solche, die Sarumans Geschenke angenommen haben, treiben aufwärts. Wir vom unteren Dorf leisten Schwerstarbeit, um über die Runden zu kommen, und die Dienstherrinnen im oberen Dorf leben von unserer Arbeit und geben die Erzeugnisse an den Zauberer weiter. Vielleicht könntet ihr den Hebok Luff aushelfen, der Sippe des Falken. Wir setzen uns denen zur Wehr, die sich Saruman angeschlossen haben. Selbst die Bewohner von Galtreff werden für die Ziele des Zauberers herangezogen. Die Leute vieler Sippen haben auf die Versprechen Sarumans gehört. Und wo seine Worte nicht ausreichen, überzeugt sein Gold. Selbst die Einwohner von Galtreff arbeiten nun, um dem Zauberer bei der Erfüllung seiner Ziele zu helfen. In dem Holzfällerlager nordöstlich von hier werden Bäume gefällt und das Holz wird vorbereitet, um nach Isengard geliefert zu werden. Stehlt ihre Äxte und werft sie in den Teich östlich des Holzfällerlagers. Selbst wenn sie wieder herausfischen, werden sie durch den Rost unzuverlässig und schwierig zu gebrauchen sein. Die Mitglieder der Drachensippe können die Äxte auch zu anderen Siedlungen in Prenn-Gewitt gebracht haben. Die gehen natürlich auch. Vielleicht ist es nur eine simple Tat des Widerstands, doch die Auswirkungen könnten weitreichend sein. Okay. Also hier gibt es auf jeden Fall sehr viel zu tun, wie es aussieht. Hier ist auch nochmal eine Quest, sehe ich gerade. Warte. Also ich sehe doch hier gerade. Da, ach, Bronn. Sind das wiederholbare Quests? Hört mich an, Duvodiat, denn ich habe euch eine Geschichte zu erzählen. Aber das ist für Stufe 75. Sogar die Uchluth brauchen das gelegentlich ist auch für Stufe 75. Und
das ist auf der Stufe 75. Hört mich an, Wodiat, denn ich habe euch eine Geschichte zu erzählen. Ihr müsst das Hobby Angeln erlernt haben, ja. Okay. Gut. Faszinierend. Ja, dann mache ich mal Folgendes. Ich gehe mal ganz kurz hier raus und gucke mich mal um da nach Äxten und so Sachen. Und es wird langsam Nacht. Das heißt, es wird auch langsam Zeit, wieder eine Aufnahmepause zu machen. Ne? Aber naja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich wollte noch ein bisschen spielen und dann haben wir ja bald... Das müsste hier schon Folge 499 sein. Krass. Sind wir echt fast bei Folge 500? What the fuck? Und hier stehen überall Ochsen rum. Ach, wie schön. Aber krass, ich hätte niemals gedacht, dass ich Herr der Ringe online so lange spielen würde. Wirklich nicht. Also, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Freit. Diebe beim Holzfällerlager von Galtreff. Solange die Sonne scheint, seid ihr hier willkommen. Hilfe, du Wodiat. Das war die verbrecherische Drachensippe. In letzter Zeit ist sie immer verwegener geworden, vermutlich weil die jungen Männer und Krieger nicht mehr hier sind. Das sollte die tägliche Holzlieferung sein, doch wie ihr sehen könnt, so gab es einen Angriff. Verflucht sei die Dreikluf. Sogar die Uchluth brauchen gelegentlich etwas Hilfe. So viel Holz wurde gestohlen, als diese schrecklichen Diebe angriffen. Wenn ich es nicht zurückbekomme, kann ich nicht die volle Lieferung nach Galtreff bringen. Bitte helft mir beim Sammeln der gestohlenen Holzstapel, Thagador. Ich habe große Furcht vor dem, was die Aufseher mit mir anstellen würden. Oh Mann, ist ja schlimm hier, diese Zustände immer. Hier, den muss ich töten. Juhu. 200 feindliche Dunländer muss ich töten. 41 habe ich schon getötet. Naja, ich vermute fast, dass ich das noch hinbekommen werde, allein durch die Quests. Aber naja, gut. Das kann aber trotzdem noch ein bisschen dauern, von daher... Ne? Ich glaube, das mache ich nicht extra. Also ich mache einfach die Quests und dann... Nein, halt! Ah, da ist er tot. Ja, ich mache einfach die Quests und wenn ich dann halt 200 Dunländer töte, ist das halt so. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Oh, ist das schön hier. Da hinten sehe ich einen Holzstapel. Oder? Ja. Juhu, ein Stapel Holz. Das ist die beste Beschreibung. Holzstapel, ein Stapel Holz. Ah, ja. Ich sag dazu mal gar nichts am besten. So, dann werde ich mal... Ich töte mal den hier ganz kurz, so. Ach, die haben auch die Holzfäller-Äxte direkt dabei. Okay. Da muss ich nochmal nach da hinten zum Holzstapel. Hier ist ja keiner, nee. Okay, so, du bist gleich tot. So. Die Folgen werden so riesig. Also von der Dateigröße her. Das freut mich ja. Kostet ja zum Glück nichts. Was kosten 10 GB? Warte. Pro Terabyte zahle ich so, weiß nicht, 30 Euro. Heißt also, Festplatte pro Terabyte Festplatte. Heißt also 10 GB. Kosten entsprechend 1% davon. Also 30 Cent. Für ein Video. Ja. Lohnt sich voll. Vor allem, was ich damit wieder einnehme, ist ja richtig viel. Muss ich ja sagen. Ne? Also eigentlich müsste ich pro Video 30 Cent einnehmen. Oder, naja, circa. Also, die sind auch immer unterschiedlich groß. Aber so 20 bis 30 Cent müsste ich schon einnehmen, damit sich das wieder rechnet. Ja. Eigentlich sogar mehr, weil ich speichere die Videos ja doppelt auf zwei Festplatten. Das heißt, es sind eigentlich sogar 60 Euro. 60 Cent natürlich. Also 60 Euro pro Terabyte. Macht insgesamt 60 Cent. Pro 10 GB Video. Schon krass. Und da kommt nochmal die Zeit zum Encodieren dazu. Das sind nochmal... Warte, nochmal 3 Stunden. A 200... Naja, A sagen wir 100 Watt, die mehr verbraucht werden. Also auch nochmal... Na gut, das lohnt ist jetzt 3 Stunden. 3, 4 Stunden kommt schon zu... Na, sagen wir 3 Stunden. Kommen schon zusammen, so durchschnittlich. Also sind wir so nochmal... Ja... Weiß ich gar nicht. Wie viel ist denn das? Warte. Da sind so 300 Watt, ne, circa? Und dann sind das immerhin... Wobei, wenn man rechnet, dass ich den PC auch ausmachen könnte in der Zeit, sind es eigentlich sogar noch mehr. Aber gut. Naja. Also sagen wir 300 Watt.
sind auch nochmal bei 25 Cent pro Kilowattstunde. Also eigentlich kommt schon einiges zusammen, ne? Ein Drittel davon. Also circa 8 Cent nochmal. Naja, gut, das macht jetzt nicht viel aus, wenn man die Festplattenkosten bedenkt, aber... Ne? Ist schon krass. Ich habe mir ja überlegt, ob ich das auf LTO speichern soll, also auf diesen Linear Tape Open, also praktisch so ein Band. Kennt ihr diese Bänder noch? So, ich stelle mir das jetzt vor, ich kenne es selber nicht genau, aber ich stelle mir das vor wie so eine Kassette praktisch. Bloß halt ein bisschen neuerer, weißt du, und mit mehr Speicherplatz. Aber es ist im Prinzip eine Kassette. Also so eine Data Cartridge oder wie die heißen. Die kannst du halt einfach da reinstecken in so ein Laufwerk und dann da die Daten drauf speichern. Natürlich ist es nicht so wie bei einer Festplatte, dass du direkt zugreifen kannst da drauf. Also kannst du schon, aber dauert halt immer. Ne? Also kann schon mal so 50 Sekunden dauern, bis du darauf zugreifen kannst. Circa. Vielleicht noch ein paar Minuten, ich weiß es nicht. Aber wenn du es einfach rüber kopierst auf eine Festplatte, geht es natürlich wieder. Und als Backup, als Archivierung für alte Sachen, ist das auch ganz okay und du sparst halt Geld ein. Problem ist nur, dass das Laufwerk dafür natürlich sehr viel kostet. Von daher hält sich die Ersparnis in Grenzen. Also ich habe mal ausgerechnet, dass ich circa 40 Terabyte aufnehmen müsste, damit sich das lohnt. Also die 40 Terabyte kommen wahrscheinlich auch zusammen in 4-5 Jahren, aber ich weiß ja nicht. Ob das wirklich so sinnvoll ist, naja, ich wage es zu bezweifeln. Naja, gut. Guck mal, jetzt habe ich Holzstapel gesammelt, jetzt muss ich nochmal Äxte hier sammeln. Habe ich auch schon alle und dann kann ich nochmal hier diesen Bogenschützen töten oder habe ich davon auch schon alle? Nee, ne? Nee, 9 von 10, okay. Dann noch den einen und dann habe ich das auch schon fertig. Was das denn? Gibt's ja nicht. Unfassbar. So, na komm schon, stirb. Stirb. Aua. So, da ist er tot. Könnte ich mir eigentlich direkt den Kopf schießen, weißt du? Ich stehe da die ganze Zeit, verteidige mich nicht. Der könnte mir theoretisch direkt den Kopf schießen. Böp, tot. Naja. Gut, ist das halt nicht so. Warum auch nicht, ne? Ich meine, mich stört es ja nicht, wenn ich überlebe. Will mich ja nicht beschweren. So, warte mal hier. Ach so, ich muss ja mit dem anderen hier reden. Ich wollte gerade wieder zurückgehen, aber ich muss ja hier mit dem Typen hier reden. Warte, wo ist er denn? Hier, irgendwo? Hier, Hallöchen. Freit. I'm not afraid. Der Uchgwiro möchte, dass wir Duvodiat willkommen heißen. Ah, ihr habt das gestohlene Holz gefunden. Habt Dank, Thagador. Ihr seid ein wahrer Verbündeter. Ihr könnt diese Aufgabe nicht fortsetzen, solange ihr in einem Kampf seid? Ernsthaft? Wieso? Verstehe ich nicht. Ihr seid hier willkommen. Jetzt solange aber, so. Ihr uns keinen Ärger bereitet. Tapferer Krieger, ihr habt euch wahrlich wacker geschlagen. Ihr beschützt... Also, nochmal. Tapferer Krieger, ihr habt euch wahrlich wacker geschlagen. Ihr beschützt uns besser als diese Wachen und Aufseher der Weißen Hand, die in Galdreff stationiert sind. Ihr seid hier willkommen, solange ihr uns keinen Ärger bereitet. Habt Dank, Thagador. Es war sehr gütig von euch, mir zu helfen. Doch sollte uns nicht Isengard beschützen, sie hatten es versprochen. Sogar die Uchluth brauchen gelegentlich etwas Hilfe. Ein weiteres Problem ist, dass ich jetzt nicht nach Galdreff zurückkehren kann. Die Aufseher der Weißen Hand würden mich für meine Verspätung wohl schlagen, aber nur wenn ich Glück haben sollte. Sie haben meinen Nachbar für den Verlust einer wichtigen Kiste für Isengard hingerichtet. Ich möchte die Flucht ergreifen, Thagador. Doch wenn das Holz nicht abgeliefert wird, werden sie eine andere arme Seele bestrafen. Würdet ihr es abliefern? Achso, nehme ich den Holzhaufen mal mit. Muss ich natürlich erstmal ansehen. Na, jetzt so. Ach ja. Also, das ist hier nicht sehr schön, muss ich ja sagen. Tja, worauf haben sie sich da nur eingelassen? Ich verstehe das nicht. Ach ja, diese Leute. Und es wird natürlich schon wieder Nacht. Ach, wie schön. Die Nacht bricht an. Ein Tag endet. Ein langer Tag. Den ganzen Tag lang haben wir gespielt. Und gearbeitet, vor allem hier im Spiel. Tja, übrigens gehen meine Schuhe beim Laufen durch den Umhang durch. Das möchte ich nur mal anmerken, das ist ja sehr schön. What the fuck? Wo soll ich das jetzt abliefern? Sag mir, wohin damit?
So, warte. Halt. Wo ist das? Wo ist das? Hier. Urien. Zu dir sollte ich es bringen, ne? Genau. Er ist geflohen? Gut, das ist gut. Sie wollten ihn wegen... Achso, du bist ja Mann. Entschuldigung. Er ist geflohen? Gut, das ist gut. Sie wollten ihn wegen seines zu spät kommens töten. Dabei sollten sie eher die Drachensippe bestrafen. Wieso verteidigen sie uns nicht, wenn unsere Krieger fort sind? Ja, das weiß ich nicht. Ist halt Isengard. Ja, ist halt Saruman. Was willst du denn erwarten? Hier, was bräuchte das? Nö, ich glaube nicht. Nee, brauche ich nicht. Nehme ich mal, das hier ist am meisten wert, ne? Ja, okay. Lohnt sich voll wegen 8 Silber, das zu vergleichen. Das ist natürlich sehr sinnvoll. So, dann war es das jetzt hier erstmal. Jetzt muss ich noch die Äxt in den Teich werfen. Warte, das war doch hier auch irgendwo. Wenn ich wüsste, wo. Ach, da hinten, Mensch. Das sind immer mehrere Quests, ne? Warte mal, was ist denn das hier alles? Nagende Sorge und... Ach so, Leolin soll ich ja noch suchen. Heißt der Leolin? Leolin heißt der, ne? Leolin, ja. Kann man schon wieder so... Man kann es aber trotzdem echt schwer lesen. Muss ich ja sagen. Bin jetzt schon näher dran am Monitor, aber ich kann das trotzdem sehr schwer lesen, dass da Leolin steht. Naja. So, hier... Aua, Mann! Na, hier soll ich irgendwo hin. Hier soll ich irgendwo hin. Angeblich soll er hier sein. Huch, da ist die Maus. Ne, da hinten soll er sein. Ich soll jetzt hier... Ach, die Echse soll ich hier in den Fluss werfen einfach. Oder in den Teich. Dann mache ich das mal. Hier. Hallo, wirf doch mal weg. So. Bin ich die Echse losgeworden? Okay. Okay, die Holzfäller-Echse verschwinden unter der Wasseroberfläche. Das ist ja sehr schön. Jetzt muss ich noch den anderen Typen da suchen. Und dann habe ich erstmal alle Quests hier fertig. Dann kommen natürlich neue, aber gut. So ist das Leben halt, ne? Da kannst du nichts machen. So, mal sehen, was passiert, wenn ich hier... Wenn ich da hinkomme, wo Leolin sein soll. Ich weiß es ja nicht. Oh, hier sind Wölfe. Waage. Nicht Wölfe, Waage sind hier. Und Wölfe. Also beides. Ist aber schön hier. Die heulenden Höhlen. Höhlen, nicht Höhen. Höhlen. Nein! Nein! Du willst mir doch nicht sagen, dass... Nein, er ist tot! Nein! Von einem elenden Wolf, Quatsch, Waag verzehrt worden oder angegriffen worden oder wie auch immer. Getötet worden, zerfleischt. Elender Waag. Wie kann er es nur wagen? Nein! Nein! Dabei war er doch noch so jung. Der Waag, der für diese schändliche Tat... Was? Der Waag, der für diese schändliche Tat verantwortlich zeichnete, wurde besiegt. Doch Rache macht die Toten nicht wieder lebendig. Heißt es nicht, sich verantwortlich zeichnen und nicht verantwortlich zeichnen? Ich weiß ja nicht. Ist jetzt meine Interpretation der deutschen Sprache, aber... Keine Ahnung. Ich zeichne mich verantwortlich, ne? Ich zeichne nicht verantwortlich, sondern ich zeichne mich verantwortlich. Glaube ich. Hm. Naja, egal. So, ich muss jetzt hier zurück und dann muss ich auch gleich eine Aufnahmepause machen, weil ich schon wieder 2 Stunden spiele und ich muss auch noch noch Minecraft aufnehmen und vielleicht sogar noch ein bisschen WoW, aber das kann ich auch morgen machen. So. Na dann, wollen wir mal hinauf auf diesen wunderschönen Berg. Und mal schauen. Und dann muss ich nachher gleich was essen. Ich habe nämlich Hunger. So. Ne? Aber jetzt erstmal, also laufen und laufen und laufen und laufen. Und die Nacht ist angebrochen in dieser Welt. Dunkelheit legte sich über das Dorf. Und es ruckelte. Juhu. Ist ja schön. Das freut mich ja. Hör doch mal auf zu... Alter, was ist los mit dir? So, jetzt... Lief aber auch schon mal besser. So, hier, mit dir muss ich reden. Ich vermute, ihr habt dort draußen Ärger gemacht. Ha, gut. Ich hoffe, ihr habt da draußen für ein wenig Ärger gesorgt. Ha, sehr gut.
Es gibt noch mehr für euch zu tun. Es wurde bereits Holz vom Holzfällerlager abgeholt und es wird nun im oberen Teil des Dorfes gelagert, bis es in den Süden gebracht wird. Nehmt diese Fackel und steckt 3 Holzstapel in Brand. Dann werden sie aber laufen. So, okay. Ach, diese Fackel soll ich nehmen. Ja, komm, ich steck die mal in Brand, ganz schnell noch. Wo sind sie denn? Hat sie Norden gesagt? Ich glaube. Warte. Nee, da hinten sind sie, glaube ich. Nee. Ach, da hinten. Ach Gott. Ist er so weit wieder? Ich will auch gar nicht so lange spielen. Ich muss auch gleich mal was essen. Da tut schon weh im Magen. Also im Bauch. Naja. Das kommt davon, wenn man zum Frühstück nur Cornflakes isst, ja? Echt mal. Also, liebe Kinder, esst was Richtiges. Naja, gut, eigentlich sind ja Cornflakes was Richtiges. Ach, egal. Ist ja noch Milch mit dabei. Vielleicht sollte ich einfach mehr essen. So, Fackel. Oh nein. Ich habe den Holzstapel verbrannt. Wieso lagern die eigentlich so weit auseinander? Welchen Sinn hat das? Statt da einfach ein zentrales Lager dafür zu machen. Ja, tragen sie das überhaupt... Warum tragen die das überhaupt hier hin? Die Holzstapel. Das verstehe ich nicht. Ach, hier bin ich falsch. Warte, hier hinten muss ich hin. Wo führt das eigentlich hin? Führt das hier irgendwo... Ach, hier geht's auch nochmal raus. Ach, krass. Wusste ich gar nicht. Jo, geht's auch nochmal raus. Hier aus dem Dorf. Aber da will ich auch gar nicht hin. Ich will jetzt nochmal zurückgehen und den anderen Holzstapel anzünden. Du. No? Hier habe ich schon wieder Flackern oder Flimmern von den Texturen. Ich weiß nicht warum. Komisch. Na gut. Bewohner von Galtreff. Von der Ochsensippe natürlich. Ich habe das ganze Holz in Brand gesteckt. Oh nein. Wie kann ich nur? Ach guck mal, das brennt gar nicht mehr. Haben sie schon wieder gelöscht oder was? Verstehe ich nicht. Na gut. Ist das halt so, ne? Kann man nicht ändern. So. Dann möchte ich mal... Wieso nehme ich nicht das Pferd? Ach, das lohnt sich gar nicht für die kurze Strecke echt mal. Da muss ich das erst rufen und dann muss das erstmal kilometerweit anreisen und keine Ahnung was. Ne? Also eigentlich. Aber ist ja hier nicht so. Frag mich nicht warum. Lunette. Ihr seid hier willkommen, solange ihr uns keinen Ärger bereitet. Das kann nicht sein. Nein, ihr müsst euch irren. Waage in Prennquit. Niemals. Ihr seid wahnsinnig. Das ist fürchterlich. Mein armer Freund. Er war Galtreff. Von solchem Nutzen. Jeden Morgen begab er sich hinaus, um Vorräte für die hiesigen Einwohner zu sammeln. Doch das ist jetzt vorbei. Ja, ist ja gut. So. Hört mich an, Duvodiat. Denn ich habe euch eine Geschichte zu erzählen. Naja, Geschichte würde ich das jetzt nicht nennen. Ich habe einen unserer letzten Kundschafter entsandt, um herauszufinden, von wo dieser Waag gekommen sein könnte. Falls sie sich tatsächlich in der Wildnis von Prennquit sammeln, müssen wir vorbereitet sein und die Weiße Hand um Schutz gegen diese Bedrohung bitten. Und ihr, Tagador, werdet ihr uns auch beschützen? Zum Wohle von Galtreff solltet ihr diese Monster töten, die in Prennquit herumstreifen. Sobald ihr dies getan habt, solltet ihr euch mit meinem Kundschafter treffen. Okay. Haben wir diese Quest angenommen, dann gibt es hier noch mehr. Ach, da hinten ist ja auch nochmal eine. Gut, ich gebe nochmal diese Quest hier ganz kurz ab. Wunderbar, wunderbar. Oh, ihr seid ein Geschenk des Himmels. Wunderbar, wunderbar. Oh, ihr seid einfach fabelhaft, mein neuer Freund. Katrin gluckst vor Freude auf. Die Heborg-Luft, die Falkensippe, leistet Saruman Widerstand und will da... denen Probleme bereiten, die auf seiner Seite stehen. Ich denke, ihr werdet uns ein Trost sein. Und vielleicht können wir dies auch für euch sein. Was nehme ich denn? Brauche ich irgendwas davon? Mittlere Rüstung? Ja, ist nicht wirklich besser. Nee. Oder du vielleicht? Macht Vitalität, kritischer Treffer? Nee. Ich nehme mal das, das ist am meisten wert, oder? Ja. Ist eigentlich unfair, dass die Sachen für... Die Sippen des Dunlands haben eine stolze Geschichte. Das gilt besonders für die Falken. Ja. Okay, beim nächsten Mal werden wir dann hier... Wobei, beim nächsten Mal werden wir erstmal schauen. Dann ist ja Folge 500. Muss ich mir was Besonderes überlegen? Ich habe mir, glaube ich, schon was überlegt. Tatsächlich. Mal was anderes zwischendurch. Und ich bin müde. Ah.
Oh Gott. So, ich werde jetzt erstmal was essen und dann mal sehen, ne? Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge. Das müsste theoretisch Folge 500 sein. Naja, ich hoffe, dann seid ihr auch wieder mit dabei. Und ich verabschiede mich mal von euch für diese Folge und danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.